Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video Alkoholabhängigkeit im Alter. Dass gesellschaftliche Bedingungen psychische Erkrankungen beeinflussen können, ist, glaube ich, klar. Ich finde, mir wird immer mehr klar, dass das besonders bei Alterserkrankungen eine große Rolle spielt und hier besonders auch beim Alkoholismus im Alter. Grundsätzlich unterscheidet man die frühe Form, den Early Onset vor dem 60. Lebensjahr und den Late Onset ab dem 60. Lebensjahr. Das eine sind die Alkoholiker, die weiter trinken nach 60 und das andere sind die, die erst damit anfangen ab dem 60. Lebensjahr. Und besonders diese zweite Gruppe halte ich für besonders interessant und ich glaube, dass besonders bei dieser Gruppe auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine große Rolle spielen. Wenn man über Alter redet, dann meint man meistens so ab dem 65. Lebensjahr. Aber da würden Ihnen die meisten 65-Jährigen überhaupt nicht zustimmen, dass sie alt sind. Ne? Wer jetzt 65 ist, das ist keineswegs jemand, der sich grau und grau kleidet, der sich die Gegend huscht und sich sozusagen auf sein Ableben einstellt. Nein, das sind Leute mit einer guten Schulbildung, die sind gesund, die haben Geld, die wollen was machen, die wollen was erleben und die fühlen sich überhaupt nicht alt. Und das ist ein Altersbild, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen, denn hier hat sich etwas verändert in der Gesellschaft. Alkoholabhängigkeit ist ein großes Problem in Deutschland. 5% der Männer, 2% der Frauen sind alkoholabhängig. Im Alter, also ab 65 jetzt, ist es ein bisschen weniger. 3% der Männer und 0,5% der Frauen haben eine Alkoholabhängigkeit. Und das sind immer noch hohe Zahlen. Wenn man über Alkoholabhängigkeit redet, muss man über Sucht reden. Sucht, das ist so ein Kontinuum, würde ich sagen, ne? Vom Gelegenheitskonsum über den regelmäßigen Konsum, über einen Alkoholmissbrauch und dann in eine Abhängigkeit hinein. Abhängigkeit meint hier, ich habe eben den Alkohol, ich habe so einen inneren Drang oder Zwang, das zu konsumieren. Ich kann es überhaupt nicht stoppen, wann ich anfange, wie lange das dauert und wann ich aufhöre. Die Leute vernachlässigen auch ihre sonstigen Tätigkeiten, was weiß ich, Hobbys oder auch zur Arbeit zu gehen. Es wird weiter getrunken, auch wenn es offensichtlich viele, viele negative Folgen gibt, sei es sozialer Natur, sei es auch körperlicher Natur, wenn die Leute anfangen zu fallen. Der Körper gewöhnt sich an den Alkohol, entwickelt also eine Toleranz und wenn man den Alkohol weglässt, hat man einen oder kriegt man einen Alkoholentzug. All das sind Kriterien der Alkoholabhängigkeit. Wenn Sie 3 von 6 Kriterien haben, liegt diese Abhängigkeit vor. Wenn ich eine Sucht beschreiben will, finde ich, gibt es eine ganz gute Methode. Das ist das sogenannte Suchtdreieck. Ne? Das beschreibt 3 Variablen. Die Substanz selber, das süchtige Individuum und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Ne? Wenn man Alkohol betrachtet, Alkohol ist zunächst mal ein Zellgift. Das wirkt an einer Vielzahl von Rezeptoren, führt dann zur Ausschüttung von Botenstoffen, beispielsweise Dopamin, Acetylcholin und so weiter. Und am Schluss kommen dann Endorphine und Endokannabinoide und die Wirkung ist entspannend und beruhigend. Ne? Und das hängt von der Dosis ab. Wenn ich mehr trinke, dann steigt das Selbstbewusstsein, aber auch die Kritikfähigkeit nimmt ab, die Risikobereitschaft nimmt zu, die Reizschwelle nimmt wiederum ab. Also das kennt man, ne? Aus dem Alltag, wenn Leute wirklich viel trinken, dann werden sie irgendwann unangenehm. Und wie Alkohol wirkt, das hängt natürlich von der Menge ab, es hängt aber auch vom Alter ab, von der Gewöhnung und von der sozialen Situation und beispielsweise, ob ich Medikamente nehme. So, im Alter muss man sagen, gibt es ein paar Besonderheiten, denn der alte Körper ist ja nicht ein junger Körper mit ein bisschen mehr Falten, sondern er verändert sich. Die Empfindlichkeit des Zentralnervensystems nimmt zu, der Magen-Darm-Trakt wird etwas langsamer, die Fähigkeit der Leber zur Entgiftung nimmt ab, die Nierenfunktion nimmt ab, man hat mehr Wasser im Körper, weniger Wasser im Körper und mehr Fettgewebe, leider. Im Fall von Alkohol muss man sagen, dass der Alkohol zwar genauso gut resorbiert wird wie beim jungen Menschen, aber bei der gleichen Alkoholmenge eben eine höhere Atemalkoholkonzentration AAK vorliegt, dass der Alkohol schlechter abgebaut wird, dass er aber mehr im zentralen Nervensystem wirkt und dass er vor allen Dingen dann Probleme macht, wenn man noch Medikamente nimmt. Und da muss man sagen, das ist ja bei vielen Leuten ab 65 tatsächlich der Fall. Wenn man jetzt das Individuum anschaut, also den Menschen selber, der süchtig wird, muss man sagen, dass es hier eine starke Genetik gibt. Man sagt, 50% der Alkoholabhängigkeit ist genetisch bedingt und das ist ein Wort. Und was machen die Gene? Die Gene machen unempfindlich gegenüber Alkohol. Also das ist ganz interessant. Die Leute scheinen Alkohol besser verstoffwechseln zu können und haben dadurch ein höheres Risiko einer Alkoholabhängigkeit. Kindliche Traumatisierungen sind ein wichtiger Punkt. Hier scheint es zu Störungen des Serotoninsystems zu kommen, was wiederum die Alkoholwirkung abschwächen kann. Auch das ist ein Risikofaktor. Genauso es ist ein Risikofaktor, wenn man in einem Setting aufwächst, wo viele Leute trinken. Das nennt man Lernen am Modell. Wenn man sich dann bei den Eltern anguckt, wie man mit
dem Suchtmittel sozusagen umgeht. Gesellschaftliches Umfeld, auch ein wichtiger Punkt, das ist sicher in Deutschland günstig bezüglich einer Alkoholabhängigkeit. Bier ist jederzeit oder Alkohol ist jederzeit verfügbar. Das können Sie im Supermarkt kaufen, das können Sie an der Tankstelle kaufen, das können Sie am Kiosk kaufen, in der Bar. Es ist billig. Beispielsweise in der Schweiz oder auch in Frankreich ist Bier beispielsweise wesentlich teurer als in Deutschland. Das ist hier gut verfügbar und alkoholabhängig oder Alkohol trinken ist ja auch gesellschaftlich akzeptiert. Ne? Wenn Sie hier in den Biergarten gehen, dann können Sie Alkohol trinken, wie Sie wollen. Das kennt man ja, ne? Dann kommen die Leute dann betrunken aus dem Biergarten. Wenn Sie jetzt nicht wirklich randalieren, wird da keiner was sagen. Da sagt man, naja, gut, das sind die Touris und ja, ist halt so. Machen Sie das mal in einem anderen Land. Ne? Machen Sie es mal in Australien, gehen Sie mal ein Bier auf die Straße betrunken. Dann werden Sie relativ schnell die Polizei da haben und das ist wirklich nicht witzig. Um es zusammenzufassen, die Bedingungen in Deutschland sind gut für Alkoholabhängige. So, kommen wir wieder zu dem Thema Alkohol im Alter. Wer trinkt denn da eigentlich? Ne? Also wir haben, oder warum trinken die Leute? Kann man sich ja fragen. Ne? Also klar, die eine Gruppe, und das sind 2/3, das sind die alt gewordenen Alkoholiker, die haben immer schon getrunken, die sind jetzt halt alt geworden. Ne? Wenn Sie dann Untersuchungen machen, finden Sie, die 2/3 der Leute haben früher schon getrunken. Aber es gibt auch einen Teil, der fängt erst mit dem Trinken an, und zwar ab 60. Und da gibt es verschiedene Gründe. Zum einen muss man sagen, es ist natürlich eine Lifestyle-Frage, das habe ich eben gesagt. Ne? Die 65-Jährigen von heute fühlen sich nicht alt und die wollen natürlich auch Alkohol trinken. Und wenn sie Alkohol weiter trinken, wie sie das vorher gemacht haben, dann trinken sie, wenn sie 65 sind, sicher zu viel, weil sie sind nicht mehr 20, sondern sie haben den Körper eines 65-Jährigen und der hat sich verändert und deswegen ist die gleiche Konsummenge hier sicher zu viel und da kann sich auch eine Alkoholabhängigkeit entwickeln. Zum anderen ist es natürlich so, wenn die Leute in Rente gehen, haben sie Zeit, ne, haben wenig zu tun, sie müssen am nächsten Tag nicht zur Arbeit, müssen vielleicht nicht Auto fahren. Auch das ist natürlich ein Grund dafür zu konsumieren. Was sind denn das jetzt für Leute, die da konsumieren? Ne? Was sind denn das für Leute, die mit über 60 anfangen zu trinken? Es sind vor allen Dingen Frauen. Es sind Frauen, die sind gut situiert, haben eine gute Bildung, haben ein stabiles soziales Netz. Die trinken alleine zu Hause Alkohol, haben keine Schwierigkeiten, damit auch wieder aufzuhören und trinken eher wenig. Die alt gewordenen Alkoholiker sind anders. Das sind vor allen Dingen Männer, geschiedene Männer, haben hohe Konsummengen, oft starke, langjährige Raucher, haben oft Kontrollverluste und so weiter. Die Prognose ist da auch extrem schlecht. Wenn man jetzt als Arzt so die Patienten kriegt, dann muss man sagen, ist die Gefahr hoch, die zu übersehen. Ne? Weswegen kommen die in die Praxis? Ne? Das ist so Einsamkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Magenschmerzen, Stürze können dabei sein. Der Diabetes ist vielleicht entgleist, der Blutdruck ist schlecht eingestellt. All das sind so Sachen, die auch unter ganz normalen Bedingungen vorkommen können. Und ich denke, da ist eine sehr, sehr große Gefahr, gerade die spätbeginnenden Alkoholiker übersehen. Die anderen sieht man sofort, den gucken sie ins Gesicht und wissen, okay, ist ein Alkoholiker. Ne? Den sehen sie auch oft, wenn sie jemanden sehen, sehen sie den in der Klinik, ne, auf der Suchtstation oder die Internisten sehen ihn wegen Folgeerkrankungen und ich sehe ihn dann auf der Demenzstation. Die späten Alkoholiker sind eine Rarität in der Klinik, die sehen sie gar nicht. Und ich glaube, die werden übersehen. Es gibt einen ganz guten Test, den man machen kann, den CAGE-Test. Können Sie auch selber mal fragen. Ne? CAGE-Test ist ein Akronym, das heißt Cut Down on Drinking, Annoyed by Criticism, Guilty Feeling und Eye Opener. Das heißt übersetzt, haben Sie schon mal versucht, das Trinken zu reduzieren? Sind Sie wütend, wenn man Sie aufs Trinken anspricht? Fühlen Sie sich schuldig wegen Ihres Alkoholkonsums und brauchen Sie morgen einen, um wach zu werden bzw. Entzugserscheinungen zu dämpfen? Und ab 65 sagt man, wenn ein Kriterium positiv ist, dann sollte der Arzt genauer nachschauen, dann sollte er nochmal nachfragen oder andere Fragebögen machen oder Laborkontrollen und dem Thema nachgehen. Ja. Zur Therapie muss ich sagen, das wäre ein Thema für ein eigenes Video. Die Therapie im Alter ist im Prinzip genauso wie in jungen Lebensjahren, nur dass man entsprechend der Veränderungen im Körper andere Substanzen wählt, also solche, die sich nicht ansammeln, nicht kumulieren im Körper, solche, die kurzwirksam sind und so weiter. Man passt also die Medikation ein bisschen an. Es gibt ja auch Substanzen, die für die Rückfallprophylaxe gedacht sind. Die sind ab 65 nicht zugelassen, aber durchaus wirksam und wie so oft bei psychischen Erkrankungen ist Psychotherapie ein wirksames Verfahren, aber das Problem ist, sie kriegen sie einfach nicht im Alter oder zumindest nur sehr schwer. Ja, warum habe ich das Video gemacht? Also zum einen interessiert mich das Thema Alkoholabhängigkeit im Alter, weil ich wirklich verblüfft bin, dass wir die Leute in der Klinik nicht sehen. Ne? Ich meine, das Thema ist gar nicht selten und die tauchen einfach bei uns nicht auf.
Ich glaube, dass die beim Hausarzt oft aufschlagen. Ich glaube auch, dass Alkoholabhängigkeit im Alter vollkommen übersehen wird. Das ist wie bei der Depression, da gibt es sicher eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Und das ist mein Anliegen in diesem Video, ich glaube, dass das ein gesellschaftliches Problem ist. Das fällt mir immer mehr auf bei meinen Patienten ab 65, dass eigentlich die gesellschaftlichen Strukturen nicht darauf ausgerichtet sind für Menschen ab 65 oder noch ältere. Es gibt wenig soziale Strukturen, es gibt wenig Möglichkeiten, wie die Leute sich beschäftigen können. Und ich glaube, im Hinblick auf die alternde Bevölkerung gibt es da einen riesen Nachholbedarf und da sehe ich ein sehr großes Problem auf uns alle zukommen. Und da ist die Alkoholabhängigkeit sicher eines davon. Also ich denke, das muss man einfach im Hinterkopf haben und ein Auge drauf haben, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich freue mich über Rückmeldungen, Kommentare, freue mich natürlich auch, wenn Sie den Kanal abonnieren. Das war's, vielen Dank. Ciao.